Bücher und PlayStation 2, einen leeren Computer, Videokassetten, Anhänger, Bücher, DVDs, Spiele. Ja, und das und vieles mehr wurde auch heuer wieder verkauft, gekauft und getauscht. Und zwar am alljährlichen Spielzeugflohmarkt in Wels. Dieser etablierte sich im Laufe der Zeit zum Fixpunkt im Veranstaltungskalender und das mittlerweile schon weit über die Stadtgrenzen von Wels hinaus. Ja, erstens ist der Spielzeugflohmarkt ja sehr bekannt und wir hier in Niederbayern, da haben wir eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, die Spielsachen an den Mann zu bringen, und für drei Kinder hat man natürlich massig. Und andererseits verbinde ich das halt gleich mit dem Weihnachtsbummel, dass ich auch einen Weihnachtsmarkt anschaue, und zuvor werde ich noch erfahren, dass dieses Velios Center neu ist, das mag ich auch noch sehen. Also werden wir schon einen ganzen Tag dann hier verbringen. Das ist für mich aber ganz interessant, wie oder von wo die Menschen herkommen zu unserem Spielzeugflohmarkt. Und man weiß es ja auch nicht umsonst, wenn wir sagen, dass 8.500 Leute oder 9.000 haben wir auch schon gehabt, den Kinderspielflohmarkt besuchen. Man glaubt es nicht, aber ich glaube, der Hintergrund zeigt es auch. Und heute war genau der Ansturm wieder so groß wie jedes Jahr. Hinter diesem einzigartigen Flohmarkt steckt der Familienbund und allen voran Gemeinderätin Gitti Wartinger. Der Familienbund ist ein Verein, der sich hauptsächlich für die Anliegen der Familien einsetzt. Das heißt, wir sind dafür, die Familien zu stärken mit vielen Angeboten, sei es durch Veranstaltungen, durch Familienbundzentren, Familienberatungsstellen. Wir wollen einfach, dass die Familien gestützt werden, damit zum Beispiel immer wieder mehr Familien Kinder kriegen und sich da einfach in dieser Rolle auch wohlfühlen. Ja, wir haben Freiwillige natürlich, das sind natürlich die ganzen Freunde, Bekannte, Verwandte. Es sind circa 30 Personen, die jedes Jahr beim Aufbau, Abbau, es muss ja dann alles geputzt werden auch, das Buffet bewirtschaften wir auch selbst. Und bei den Bänken, das ist seit 15 Jahren, sind immer die gleichen dabei. Die wissen natürlich schon jeden Handgriff, wie was zu machen ist. Also es ist eine Arbeit von sicher 4 Tagen Vorbereitung, rein nur Aufbau. Und von der Vorbereitung, was ich selbst mache, sind es 2 Wochen. Herr Reifmann, sieht Sie ja im Hintergrund, sind Sie von zu Hause ausgezogen, kann man sagen? Ja, wir haben einige Schachteln mitgenommen, also es schaut schon fast so aus, wie wenn wir, sagen wir mal, den Wohnraum geräumt hätten. Nein, wir haben ja genug gehabt, aber wir haben den Rest verschenkt. So? Ist nicht mehr gegangen. Weil das so nette Menschen sind. Ja. Wie viel Geld habt ihr insgesamt eingenommen? 10 Euro. Werde ich fortgehen damit. Ein neues Handy kaufen. Ich werde sparen. Ja, also ich werde einmal sparen und dann kaufe ich mir was. Und ich kaufe mir ganz viel Spielzeug. Ja, und es soll schon vorgekommen sein, dass Kinder mit mehr Spielsachen wieder nach Hause gekommen sind, als sie mitgenommen haben.